Steigen wir vielleicht mal mit dem Evgeny und SEMrush ein. Die Kollegen von Evgeny haben ja hier, oder die Kollegin, die Olga, schon ja, kürzlich ausgewertet, welchen Effekt eigentlich der Coronavirus hat und wer die Gewinner und Verlierer sind. Evgeny, vielleicht kannst du mal kurz so über die Erkenntnisse, durch die Erkenntnisse uns führen. Und wir haben danach auch noch mal eine Case Study quasi, wo wir noch mal im Detail hinschauen können. Ja, die Ergebnisse, die Daten, die Sie hier sehen, die basieren sich auf Februardaten. Die Märzdaten, die kommen ja erst in ein paar Tagen. Ich hoffe, dass Sie dann auch alle dabei sind. Es wird auch noch die neueste Version rauskommen. Momentan sind es ja Februardaten, da hat es ja schon gesehen, da hat es ja auch die Reisebranche getroffen. Da hat es zum Beispiel auch natürlich Gewinner gegeben wie Zoom. Klar, die ganzen Plattformen, die Videokonferenzen anbieten, die haben unheimlich zugenommen. Ich habe dir noch im Vorfeld, nein, das habe ich dir nicht gesagt. Wie gesagt, diese Auswertung ist ja, gilt ja nur für den Februar und Deutschland hat ja erst so richtig im März getroffen. Leider so kurzfristig das Ganze auf die Beine zu stellen und neue Daten zu liefern, das war jetzt unmöglich, weil sie noch nicht da sind. Interessant sind ja vor allem jetzt nicht nur die Rankings, sondern auch die echten Traffic-Daten, sobald die natürlich vorhanden sind. Die werden nachgereicht, hoffentlich diese Woche und dann, oder dann die nächste. Sie werden es auf jeden Fall auf Social Media sehen. Ich bin ja also derjenige, der es gerne überall verteilt. Ja. Die Auswirkungen, die Sie hier sehen, sind noch nicht so extrem wie für den März. Ich habe schon ein paar Daten gesehen, die kann ich jetzt leider noch nicht präsentieren. Aber es hat alle getroffen, die wir, von denen wir schon gewusst haben. Airlines, Eventbranche, die ist, glaube ich, hier jetzt noch nicht vollständig dabei. Dann, wen hat es noch? Jetzt habe ich da mal komplett vergessen. Genau, die Travels, Hotels. Dann kommen ja noch, nein, von mir, diese Links habe ich dir noch zugeschickt. Ich habe mir ein paar Beispiele geschickt. Ich glaube, das war von hygi.de und so weiter. Da hat man zum Beispiel gesehen, dass sie jetzt weniger in Google Ads investieren. Wenn man das jetzt hier so auf einmal sieht. Ja, genau, da siehst du ja, da gibt es ja so einen richtigen, die investieren ja richtig weniger Geld in Google Ads, weil sie eigentlich anscheinend genügend Organic Traffic haben. Und ein anderes Beispiel war von praxisdienst.de. Bei denen hat es ja, wenn man jetzt in die Domain-Übersicht geht oder am besten in die Traffic-Analyse, Traffic Analytics, da sieht man, ich habe den Screenshot sogar geschickt, sie hatten zum Beispiel von google.de und von google.com einen richtig großen Zuwachs an organischem Traffic von 200% circa. Das Zeug, und wir sprechen jetzt von den Märzdaten, das sagt einiges aus, dass die Gewinne, wenn es die gibt, und die gibt es ja auch, die ganzen Hygieneartikelhersteller, die haben natürlich jetzt mit Bestellungen so richtig zu kämpfen. Und du hast ja den Ausschlag, siehst du ja auch, am 25. März haben wir registriert, bei dir was genau, hast ja den Kunden gezeigt, von denen es gemacht hat, wahrscheinlich sind es ja diese Corona-Seiten. Also diejenigen, die davon profitieren, die profitieren jetzt schon und profitieren davon wirklich unglaublich stark. Ja, gehen wir mal weiter zum Malte Landwehr von Search Metrics. Du hattest schon ja, am 20. März mal so eine kleine Trendauswertung gemacht nach Brand Searches und da auch einige ja, Entwicklungen schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du das nochmal aktualisiert hast hier in deinem Medium-Post. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was du da angesehen hast und was du da sozusagen ablesen konntest. Ja, ich habe mir einfach verschiedene Branchen angeguckt und eben einfach nachgeschaut, wie ist die Nachfrage nach den Brands. Und ich meine, was klar ist, dass diese ganzen Remote-Work, Remote-Meeting-Firmen massive Nachfrage sehen. Umgekehrt im Travel-Bereich geht alles runter. Und da, wo die Nachfrage im Travel-Bereich hochgeht, da siehst du dann aber auch, dass es dann mit Zusätzen wie Stornierung und so weiter ist. Darum hatte ich die, was ich, Lufthansa wäre so ein Beispiel, habe ich jetzt extra nicht mit aufgeführt, um das Ganze ein bisschen simpler zu halten. Beim Thema Social gehen die Apps hoch, wo wirklich kommuniziert wird, aber Apps wie Instagram, Snapchat, die eher so wo es eher um Story-Sharing geht, da steigt die Nachfrage nicht. Dating geht natürlich alles runter. Ich meine, ich kenne ein paar Freunde, die machen jetzt so Remote-Meetings und also Datings via Zoom, aber natürlich laden sich jetzt weniger Leute Tinder und Co. runter. Was Erwachsenenunterhaltung angeht, da hat ja gerade der Marktführer sehr, sehr gutes Marketing gemacht mit kostenloser Premium-Version und solchen Sachen. Der Bereich Goldhandel geht natürlich hoch.
genauso Online-Apotheken, Events krass im Minus, Möbel primär im Minus, wobei ich weiß, dass einige Möbelhändler kurzfristig mit so den typischen Homeoffice-Möbeln doch noch ziemlich viel Umsatz gemacht haben. Im Fashion-Bereich, das sinkt eigentlich fast überall, weil ich meine, außer Jogginghosen muss man aktuell nichts kaufen, vielleicht eine Leggings als Frau noch und ab und an mal ein T-Shirt. Natürlich können sich auch Männer Leggings kaufen, no judgment. Dann im E-Commerce, das meiste sinkt tatsächlich, so die allgemeinen Händler, außer, was hier jetzt nicht separat aufgeführt ist, Lebensmittel, also die sind ja ausgelastet bis alle Ewigkeiten. Und Technologie ist kurzzeitig krass angestiegen, weil es ja viele Firmen wirklich einfach 100 Laptops bestellt und den Mitarbeitern in die Hand gedrückt haben. Und es gab Städte in Deutschland, da hat man keinen Laptop mehr bekommen. Also da haben auch Firmen auf eBay und Co. Nach Laptops gesucht, gebraucht, um einfach irgendwas zu haben, genau. Jetzt der Medium-Artikel, den du aufgemacht hast, der ist ja noch ein bisschen älter von mir. Da hatte ich einfach mal so Non-SEO-Konsequenzen aufgeschrieben. Ich glaube, das sprengt aber jetzt den Rahmen, da alle durchzugehen. Einfach so ein paar Predictions, was ich denke, was passieren wird. Den könnte ich vielleicht mal aktualisieren. Bei zwei Predictions bleibe ich. In 9 Monaten werden deutlich mehr Babys geboren, Erstgeborene wohlgemerkt. Also die zweite, dritte, vierte Kinder, da wird es keinen Spike geben. Weil die Eltern gar keine Zeit dafür haben. Es wird mehr Scheidungen geben, sobald das mit der Quarantäne vorbei ist. Da gibt es auch aus China schon Beispiele, wo am Tag, als die Leute das Haus verlassen durften, direkt irgendwie 90 Scheidungen eingereicht werden. Und es gibt noch viele, viele andere Sachen, aber wie gesagt, geht viel zu sehr ins Detail rein. Also Malte, zum Thema Scheidung kann ich dir sagen, durch einen Rechtsanwalt, das ist krass nach oben gegangen. Was auch noch krass nach oben gegangen ist im Traffic, ist der Bereich Baumarkt. So, ja. Und es gibt derzeit fast keine Wandfarbe mehr zu kaufen. Ja, alles, was so im Bereich Heimwerken, DIY geht, ist, glaube ich, gerade krass ausgelastet. Also ich weiß, in viele Berliner Baumärkte kommt man noch gar nicht rein, weil die Schlange ist einfach schon 600 Meter lang. Und ich kenne wirklich Leute, die sind zum Baumarkt gefahren und dann wieder umgedreht und nicht reingegangen, weil die Schlange zu lang war. Es gibt ja schon eine Baumarkt-Grenzüberschreiten, dass Leute das Bundesland verlassen, um überhaupt noch in den Baumarkt zu kommen, weil manche Bundesländer ja schon die Baumärkte gesperrt haben. Also sowas wie Baumarkt-Tourismus würde ich es jetzt mal nennen, ja. Ja, eins haben wir vergessen, was ich gesehen habe, das sind die Online-Lieferdienste, wie ich selber das verfolgen kann bei Rewe. Also das ist ja komplett ausgebucht, sie können gar nichts mehr liefern, also 2-3 Wochen im Voraus kriegst du keine Online-Lieferung, der Traffic ist massiv gestiegen und die Anzahl natürlich der neu registrierten Menschen ist wirklich nach oben gegangen, also diejenigen, die man nie dazu gebracht hätte, jetzt irgendwie einen Lieferdienst zu nutzen, die nutzen den jetzt. Und noch eine interessante Nische, ich habe einen Kunden aus Virtual Reality, die machen Museen, Aussteller, Kollektionäre und alle anderen, die irgendwie Bilder zu Hause haben in Museen oder in Privatkollektionen, die wollen das dann in Virtual Reality ausstellen und die sind halt der erste Anbieter auf dem Markt auf der ganzen Welt, das ist eine Schweizer Firma. Und die haben also einen Riesenanstieg, einen Riesenanlauf von Museen und allen anderen Institutionen, die versuchen jetzt das zu virtualisieren. Andererseits haben die Menschen ganz viel Zeit, ihr Virtual Reality Spielzeug auszuprobieren. Und die suchen dann nach Alternativen, neben Pornos und Spielen wollen die halt auch ein bisschen Kunst und Kultur. Und das ist unglaublich, was da passiert ist. Also diese Firma, die arbeitet täglich fast 16 Stunden, alle Mitarbeiter, damit sie das jetzt bewältigen können. Und vorher konnte man auch diese Leute nicht erreichen. Es gab keinen einfachen Weg, an die zu kommen, wie auch bei neuen Kunden bei Rewe. Und jetzt ist das einfach unglaublich von alleine gestiegen, würde ich mal sagen. Und was man sagen kann, ist auch, dass vielleicht habt ihr es gemerkt, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr in die billigeren Supermärkte geht, das ist dann komplett voll. Und wenn ihr in die höherklassigen geht, dann ist da noch fast alles an Ware da. So ist es auch online gewesen am Anfang, aber jetzt ist es einfach alles komplett ausgebucht. Ich kenne keinen Lieferdienst, der irgendwie was liefern würde zu Hause in den nächsten 3 Wochen.
Also ich kann das ergänzen. Was ich sehe, ist, dass sehr viele ihre Supermarktlieferungen zum Beispiel, wenn sie die Chance haben, es aufzubohren, dann ihre Lieferslots erweitern, teilweise sogar noch mit Firmen, die jetzt Zeit haben, weil sie aus der Eventbranche kommen, das als Lieferung mit hinzunehmen. Man muss einfach kreativ sein. Das sehe ich im lokalen Bereich unheimlich. Da ist ein extremer Wandel derzeit da hin zu ganz neuen Ideen, auch was Lieferungen etc. anbelangt. Malte, muss ich dir auch recht geben, was Möbel anbelangt. Wir haben Kunden so im Bereich höhenverstellbare Möbel und solche Geschichten. Da rennt die Branche gerade ohne Ende. Alles, was darum geht, das Homeoffice einzurichten, ist natürlich super krass. Und unsere Outdoor-Kunden, die wir haben, die sind teilweise 94, 98% eingebrochen oder 100% teilweise eingebrochen. Und selbst Firmen, denen es letztes Jahr noch richtig, richtig gut geht, die kämpfen wirklich um die Existenz. Vielleicht nochmal ein Sektor, der auch gerade am Boom ist. Wir bekommen aktuell eigentlich jeden Tag neue Anfragen oder Angebote, um Links zu kaufen. Ich glaube, Lars, du hast da auch nochmal so einen Fall, was du beobachtet hast, der auch in eine unschöne Richtung geht. Jo, ich hatte mehrere Mails bekommen, dass X-Rumor derzeit wieder aktiv ist und man jetzt schon sieht, dass Webseiten mit negativen Links versucht wird abzuschießen. Also der negative Linkaufbau geht los und die Russen schreiben explizit die Seiten an, wo sie wissen, dass die jetzt kämpfen müssen.